Sag mal, wo fahren wir eigentlich hin? Ich habe mir gedacht, da du jetzt echt ewig lang auf dieser Stube gesessen hast, hole ich dich da mal raus. So, die Fahrt hierher hat gar nicht lange gedauert. Robert hat es auch überlebt. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier zusammen mit Stefan in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Und warum wir mit Stefan hier sind, das zeigen wir euch jetzt. So, in meiner Grundausbildung waren wir zu 6 auf Stube. Der Trend ist aber jetzt ein anderer, oder? Ja, also der Trend geht ganz klar zur Einmannstube, Zweimannstube, in der Grundausbildung 4. Okay, und da ist die Stube? Da geht mal rein. Na, gucken wir uns mal an. Mal gucken. Boah, Robert, guck mal, alles in Buche. Ich glaube, du warst ein bisschen zu oft auf dem Schiff, weil Buche kommt mir leider sehr bekannt vor. Das Bett kommt mir auch ganz schön bekannt vor. Ja, Scherz beiseite. Also ich wollte euch noch mal die alte Stube zeigen. Diese schöne Buchedekor Spind, das Doppelbett, den Tisch mit den 2 Stühlen. Wir möchten ja gerne mehr Wohnkultur haben und Freude, also brauchen wir was Neues. Ja, sag mal, wie ist das eigentlich überhaupt alles entstanden mit diesen Stuben? Die Initiatorin war natürlich unsere Ministerin. Dann gab es der wichtige Punkt, was hat der Soldat eigentlich an Ausrüstung? Wie viel ist das eigentlich? Dann natürlich, wie breit sind eigentlich die Jacken? Ja, die klassischen Jacken, wie wir kennen, passen natürlich in jedes normale Möbel. Ja, aber es gibt ja auch Sonderausstattung. Ich sag mal, Splitterschutzweste. Ja, die sind sonst der breitesten Teile. Der Minentaucher auch. Der Marinetaucher, der Kampfschwimmer, wie der Fallschirmjäger, der normale Lanzer unterwegs oder auch der Besucher muss einfach in dieser Stube sich wiederfinden. Und wir sind nachher zu 3 Möglichkeiten gekommen, die recht gut sich angehört haben. Zweidimensional kann man natürlich schlecht was zu sagen, da kann man keine Schublade aufziehen, ja, oder sonst irgendwas. Also haben wir gesagt, 3-mal müssen wir es herstellen. Das ist dann hier in diesem Gebäude hinter uns dann im Endeffekt aufgebaut worden. Wir haben uns das angeschaut und sind dann zu einem Entschluss gekommen, der jetzt hier auch im Endeffekt in den Stuben zu sehen ist. Den wollen wir uns jetzt mal anschauen, oder? Auf geht's! Ja, super. Hier auf dem Flur, wo wirklich die neue Einrichtung ist. Diese Sessel hier und das ist alles jetzt schon das für die Das gehört alles dazu, ja. Das macht schon Lust auf mehr, oder? Ja, vor allem die Farbe hat sich auch verändert. Ja, ne? Das ist ansehnlicher als Buchedekor. Das sieht aus wie im Hotel hier. Aber sehr viel höherwertiger. Das ist toll, ne? Also da kann man auch mal eine längere Zeit drin wohnen. Das ist eine unserer 10 Stuben. Ja? Die Soldaten, die eben hier jetzt untergebracht sind und das Probe. Wohnen durchführen. 10 sind hier jetzt schon untergebracht. 10 sind schon untergebracht. Okay. Wie viele habt ihr denn jetzt davon bestellt eigentlich? Ja, im Endeffekt, es ist jetzt die Probe, läuft Ende dieses Jahres aus. Ja. Gibt es keine gravierenden Mängel mehr, werden wir 55.000 Wohneinheiten in der Bundeswehr einrichten. Robert! Ich habe hier schon eine gefunden. Moin Jule, was machst Hallo du denn hier? Hallo Moritz. Komm rein. Ich mach jetzt mal einen Stubendurchgang bei dir. Ich habe gehört, du wohnst nämlich schon hier. Ja genau, schau dich um. Wow, also du hast es dir schon ganz schön eingerichtet. Ich als erstes mal eine Spindkontrolle bei dir machen. Das sehr gern. Am meisten. Was ist hier alles? Oha. Also so viel Platz ist da jetzt aber nicht, oder? Naja, ich habe ja noch mehr Spinde. Habe noch einen offenen Spind, habe noch meinen Spind für meine Privatsachen und habe daneben auch noch einen Spind. Und habe oben auch noch Platz, dass ich genug Sachen verstauen kann. Ich sehe aber jetzt hier auf der Stube gar keine Stühle. Wie kommt denn jetzt so ein kleiner Mensch wie ich nach da oben? Ich habe für dich hier einen Zauberhocker. Ein Zauberhocker? Genau, guck mal, den kannst du einmal zum Sitzen verwenden. Oh wow. Und dann kannst du ihn einmal ausklappen und dann kommst auch du oben ran. Dann komm sogar ich nach hier oben an die ganz großen Sachen dran. Oh, ich mach wieder zu, ja? Genau. Bevor hier alles rausfällt. Also auch ganz praktisch, für den wenigen Platz, den man hier hat oder so, muss man das noch nutzen. Da ist schon ein großer Unterschied zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Wie lange bist du schon da? Ich bin jetzt 3 Monate hier auf der Stube. Und was sagst du? Fantastisch. Also man fühlt sich halt einfach zu Hause, man hat auch wirklich mal Dienstschluss nach Dienst und kann sich entspannen, kann sich einfach aufs Bett fläzen, Fernsehen gucken. Und das ist halt einfach schön. Das ist einfach. Würdest du noch mal rausziehen wollen jetzt, oder? Da ich Kasernenschläfer bin, ist es für mich einfach die beste Alternative, mir anstatt mir draußen eine Wohnung zu nehmen, ist es einfach, warum sollte ich mir draußen eine Wohnung nehmen? Ja, ich habe hier drin eine Stube, habe hier drin alles, was ich brauche und damit ist das für mich. Apropos, das Bett hat sich nämlich auch ganz schön stark geändert. Also so wie ich das noch in Erinnerung habe, als Doppelstockbett, ist es ja jetzt gar nicht mehr. Das genau. Sieht riesengroß aus auch. Ja, also gerade auch, wenn man nochmal Besuch haben sollte, wenn irgendwie die Freundin oder das Kind vorbeikommen kann, kann man das Bett auch nochmal ausziehen. Den Bettkasten raus. Genau, wir haben auch nochmal Bettkästen, da kann man auch nochmal Ausrüstung verstauen, das Laken drüber ziehen und dann hat man halt ein großes King-Size-Bett. Ja,
ich sehe schon. Das ist ein großer Unterschied. Aber eine Sache fällt mir jetzt auf, die vermisse ich so ein bisschen. Wo ist denn dieser Kühlschrank, von dem immer alle sprechen? Genau, der ist im Spind versteckt. Ja? Ach so. Genau. Hier ist die Minibar. Die Minibar sozusagen. Ist schon sehr schön. Mit Beleuchtung. Mit Beleuchtung. Das stimmt. Super. Ich will mich jetzt unbedingt mal auf diese Sessel da setzen. Sehr gerne. So, das sieht ja immer ganz nett aus. Du und, wenn die man dann, das, ja? Und wenn man dann drin sitzt, die große Überraschung. Robert? Lass uns das ausprobieren. Wir setzen uns jetzt mal. Oh, die sind echt gut. Oh. Robert, ich würde sagen, das holen wir uns auch für unsere Stube. Aber wie wir das bestellen, da fragen wir lieber nochmal den Oberstabsfeldwebel, den Spieß, weil ich glaube, der weiß, wie man daran kommt. So, Stefan, Robert und ich, wir sind überzeugt. Wo muss ich unterschreiben? Wie kommen wir an die neue Stube? Ende des Jahres werden die Karten neu gelegt. Ende des Jahres prüfen wir, war das genau das, was wir haben wollen. Wir haben die Infos der unserer Soldaten, die es natürlich erprobt haben. Und dann gehen 55.000 Wohneinheiten in die Fläche. Und dann bekommt ihr bestimmt auch eins. Ja, da freuen wir uns schon riesig drauf. Aber voll. Und Robert, ich checke den Tacho. Wir müssen auch wieder los jetzt. Auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass wir bei euch mal auf Stube sein durften. Ja, danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wann wir die Stube bekommen. Ja, vor allem, wann wir sie bekommen. Aber bis dahin, wo fahren wir eigentlich als nächstes hin? Du kannst dich jetzt entspannt zurücklehnen. Es dauert nämlich ein bisschen länger. Mhm. Und ich verrate dir nicht, wohin es geht. Also bei euch, bei der Marine, kann ich nur vom Norden ausgehen. Wir fahren in den Süden. Okay. Na dann, ich mache ein Nickerchen. Wir sehen uns das nächste Mal bei der neuen Stube. Wo auch immer sie sein wird. Schlaf gut, Robert. Bis dann.